Hallo Freedom Trader, willkommen zurück zum nächsten Trainingsvideo hier auf tradingforfreedom.com. In diesem Video zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du in der TWS mit der Adjustable Stop Order deinen ursprünglichen Stopppreis nach Erreichen eines bestimmten Kurslevels automatisch anpasst. Du lernst damit, wie du in der Trader Workstation clever Gewinne laufen lässt und Verluste begrenzt, ohne die ganze Zeit vor dem Rechner zu sitzen. Viel Spaß dabei! Viele Trading-Anfänger begrenzen ihre Gewinne durch zu frühe Gewinnmitnahmen. Und gleichzeitig werden Verluste durch keine oder versetzte Stop-Loss-Orders laufen gelassen. Um jedoch ein nachhaltig profitabler Trader zu werden, ist genau das Gegenteil notwendig. Verluste müssen zu 100% kontrolliert werden und Gewinne müssen laufen gelassen werden. Um genau das in der Trader Workstation erfolgreich umzusetzen, verwenden wir bei Trading for Freedom die Profi-Order-Funktion Adjustable Stop Order. So, einerseits hast du nun eine konkrete Trading-Idee vor dir liegen und zum anderen willst du diese Trading-Idee jetzt erfolgreich in die TWS eingeben. Wie gehst du also vor? Nun, da du, wie wir bei Trading for Freedom, die Trading-Idee mit zwei Teilpositionen handelst, um deine Rendite insgesamt zu maximieren, klickst du hier bei dem Australdollar US-Dollar zweimal auf den Geldkurs, weil es ja eine Short-Trading-Idee ist, um eben zwei Orders für zwei Teilpositionen aufzumachen. Welche Order-Voreinstellungen du wie genau anpassen musst, damit du einfach und zeitsparend mit nur einem Klick drei Orders erstellst, zeige ich dir in dem Video mit einem Klick Einstiegs-, Stop-Loss- und Gewinnzielorder erstellen. Ein Link dafür wird dir oben rechts eingeblendet. Wir haben hier unten die erste Teilposition, hier bei dem Punkt 3, und unter Punkt 4 haben wir die zweite Teilposition. Als nächsten Schritt wählen wir unser Einstiegslevel bei 0,790 aus. Unser Gewinnziellevel entsprechend unserer Trading-Idee ist bei 0,7367. Und unser Stop-Loss-Level liegt bei 0,7412. Wir passen noch das Stop-Loss-Limit an, entsprechend. So, nun haben wir die erste Teilposition richtig eingegeben. Für die zweite Teilposition wiederholen wir das Ganze für den Einstieg, der auch dort bei 0,7390 ist. Unser Gewinnziel 2 aber hingegen befindet sich bei 0,7341 und als ursprünglichen Stop-Loss wählen wir auch wieder 0,7412 und geben das entsprechend in unsere Handelsmaske ein. So, die Besonderheit unserer Trading-Strategie ist jedoch, dass wir sobald Gewinnziel 1 bei 0,7367, wie hier angezeigt, erreicht ist, wollen wir den Stop-Loss der zweiten Position automatisch auf Einstieg nachziehen. Wie geht das? Nun, wir haben hier oben in diesen zwei Feldern bei der zweiten Teilposition einen Auslösekurs, den wir anpassen können, und den Stoppkurs, den wir anpassen können. Diese zwei Funktionen beinhaltet letzten Endes die Adjustable Stop Order Funktion. Das heißt, als Auslösekurs wählen wir das Gewinnziel 1, nämlich bei diesem Erreichen möchten wir den Stop-Loss-Kurs der zweiten Teilposition nachziehen. Das heißt, wir wählen hier 0,7367 aus und als neuen Stop-Kurs wählen wir unseren Einstiegskurs aus von 0,7390. Damit haben wir erfolgreich die Adjustable Stop Order genutzt, um a. beim Erreichen des ersten Gewinnziels das Risiko der zweiten Position auf 0 zu begrenzen
und gleichzeitig damit uns natürlich auch den Teilgewinn aus der ersten Position zu sichern. Und wie du das Spaltenlayout entsprechend anpasst, damit du die Adjustable Stop Order Funktion hier in der TWS, wie eben gesehen, einfach und zeitsparend anwenden kannst, dafür habe ich auch schon ein Video-Tutorial erstellt. Den Link dafür siehst du nebenan eingeblendet.